Willkommen, liebe Zuschauer im Wormser Montagsmagazin. Danke fürs Einschalten. Wir wollen reden über ein Thema, das uns bewegt in diesen Tagen. Seit Aschermittwoch, da beginnt und da läuft eigentlich die Fastenzeit. Nach der Feierei während der Fastnacht ist es eigentlich eine Zeit der Besinnung, eine Zeit des Verzichts. Nur wie sieht das eigentlich aus während einer Pandemie? Corona heißt für uns alle seit fast einem Jahr verzichten. Wir verzichten auf persönliche Begegnungen, wir verzichten auf Umarmungen, auf Urlaub, auf Kultur, auf alle Zusammenkünfte. Hat die Fastenzeit 2021 überhaupt ihre Berechtigung? Darüber wollen wir reden mit einem ausgewiesenen Kenner und einem gern gesehenen Gast bei uns im Wormser Montagsmagazin, Helmut Weik. Hallo Markus, guten Abend. Schön, dass ich wieder da sein darf. Sehr gerne, Helmut. Du bist als Diakon, also als Mann des Herrn, aber auch als Lokaljournalist und eingefleischter Wormser natürlich im Bilde und du weißt, was die Menschen bewegt. Fastenzeit ist tatsächlich ein Thema nur für die Älteren oder auch für die Jüngeren? Ich denke, das ist ein Thema für alle Generationen und wenn man die letzten Jahre mal so verfolgt hat, immer mehr auch für die Jüngeren. Also Fasten ist heutzutage schon so ein Stück weit Lifestyle. Das hat viele Gründe, wir können sie ja noch ein bisschen vertiefen heute Abend. Auf jeden Fall. Also nichts von gestern, sondern auf jeden Fall etwas für hier und für immer. Jetzt sind wir in dieser Pandemie und ich habe es eben gesagt, wir üben uns in Verzicht und das ist auch der ständige Appell der Politik. Hat die Fastenzeit 2021 ihre Berechtigung? Das ist eine sehr spannende Frage und die wird mir nicht zum ersten Mal gestellt. Die habe ich mir sehr oft angehört in den letzten Tagen. Ich sage es mal so. Aus meiner Sicht schon. Vor allem auch deshalb, weil ja damit kein Zwang einhergeht. Das muss man auch mal klar betonen. Das klingt ja immer so, wie soll ich sagen, da ist der Aufpasser im Hintergrund, der genau hinguckt, was wird gemacht, was wird nicht gemacht, ist es gut, ist es nicht gut. Also nur mal ein Beispiel, die offizielle Fastenordnung der katholischen Kirche kennt weltweit eigentlich nur zwei wirklich verbindliche Fastentage, Fastenabstinenztage. Das ist A, der Aschermittwoch und B, der Karfreitag. Für die 40-tägige Fastenzeit, also für die vorösterliche Buß- und Fastenzeit, gibt es eigentlich keine klar festgelegten, strengen Riten oder Auflagen. Da hat eigentlich jeder für sich selbst die Möglichkeit, auszutesten, was ihm gut tut. Es ist zum Beispiel so, in der offiziellen Ordnung wird das Fasten nur den 18- bis 60-Jährigen empfohlen. So ist es auch klar nachzulesen. Ältere Menschen oder Menschen, die körperlich hart arbeiten müssen, Kinder sowieso, sind davon befreit. Es ist also ein Angebot, das jeder wahrnehmen kann im Rahmen dessen, was ihm zumutbar ist, und das kann ja, denke ich, jeder selbst am besten auch beurteilen. Was ist die Begründung? Also ich habe es natürlich jetzt mit Fastnacht in Verbindung gebracht. Das ist auch ein Aspekt, aber letztlich hat die Fastenzeit ja auch einen anderen Zweck, einen theologischen Sinn. Was ist er aus deiner Sicht? Also gefastet wird eigentlich schon, solange es Menschen gibt oder solange es Kulturen gibt. Die Fastenzeit ist aus der Religion erwachsen. Und man darf sagen, ja nicht nur aus der christlichen Religion oder Tradition. Nur mal ein Beispiel, unsere muslimischen Mitbürger haben den Fastenmonat Ramadan. Im Judentum gibt es auch Fastentage, Yom Kippur zum Beispiel, bekannt geworden leider durch den Yom Kippur-Krieg 1973, der ja in der Fastenzeit damals stattfand. Die Hindus kennen das Fasten. Die Buddhisten kennen keine festen Fastenzeiten, aber die haben zum Beispiel den Rhythmus oder die Lebensgewohnheit, grundsätzlich nur vormittags zu essen. Also die Buddhisten essen nachmittags und abends fast gar nichts. Die haben das ohnehin in ihrem Lebensrhythmus, in ihrer Spiritualität fest verankert. Früher gab es in der christlichen Kirche noch den Freitag, den Abstinenztag, das hat sich, glaube ich, ein bisschen assimiliert. Also ich kann mich noch erinnern, in meiner Kindheit in Herrnsheim,
streng katholisch Herrnzeit? Damals noch, also wirklich in den 70er Jahren, eine sehr bäuerlich-katholisch geprägte Gemeinde. Da war es eigentlich ganz normal, dass man in den Familien freitags Fisch gegessen hat. Donnerstags kam der Fischmann, wie wir als Kinder immer sagten, der stand dann an jeder Ecke. Und die Leute, überwiegend die Frauen damals natürlich, haben dann Schlange gestanden und haben sich da Fisch gekauft. Und für uns war das ganz normal, dass freitags mal was anderes auf den Tisch kam, also nicht nur Fleisch oder was auch immer, sondern Fisch. Das war ohnehin eine gelebte, religiöse oder auch kulturell erwachsene Tradition. Die Zeiten ändern sich, also du hast es gesagt, diese strengen Tage, das hat sicherlich gesellschaftlich abgenommen, vielleicht auch, weil die Bindungskraft der Kirche abgenommen hat. Du hast dich mit diesem Thema Fasten auch journalistisch befasst. Ja. Du hast gerade die Tage auch was verfasst. Was ist das genau, Helmut? Ja, ich habe also einen Kommentar geschrieben über eine Fastentradition in Schwaben. Mhm. Die Schwaben kennen ja bekannterweise die Mauldäschle, die Maultaschen. Danke für die Übersetzung. Und die heißen nicht nur Maultäschle, sondern die heißen im schwäbischen Volksmund die Herrgottsbscheißerle. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Der Legende nach war es so, dass die Mönche im Kloster Maulbronn, Weltkulturerbe, sehr bekannt im Kraichgau, mit den strengen Fastenregeln ihre Probleme hatten. Und ausgerechnet am Aschermittwoch kam dann jemand ins Kloster und hat ihnen ein großes Stück Fleisch geschenkt. Das war vermutlich der Teufel in Person, also die Versuchung war natürlich groß. Das Stück Fleisch 40 Tage irgendwo liegen lassen, Kühlschränke gab es ja auch noch nicht, Tiefkühltruhen, das geht nicht, ging nicht. Also haben die sich was einfallen lassen, die haben das Fleisch zerhackstückelt, haben da so eine Bretmasse draus gemacht, haben das Ganze auch mit allerlei Grünzeug aus dem Garten vermischt, Spinat, Kräuter. Und in dieser grün gefärbten Masse ging das Fleisch natürlich optisch unter. Und dann hat man noch eine zusätzliche Idee kreiert. Man hat das Ganze dann im Nudelteig ummantelt. Und somit war das Fleisch unsichtbar und wurde dann gekocht oder gebraten, verzehrt. Das war also eine, wie soll ich sagen, ungesühnte Fleischeslust, die da zutage trat. Und diese Nudeln, die haben dann, man kann sagen, überall in der Welt Verbreitung gefunden. Man findet sie heute ja in jedem Supermarkt, im Kühlregal. Ich habe sie dabei. Du hast was dabei, Helmut? Wir können uns das gerne mal näher anschauen. Das sind also jetzt Maultaschen, Fabrikware sicherlich. Vielleicht kann man das auch ein bisschen zeigen. Ich schneide die gerade mal durch. Schneid mal durch, jawohl. Das ist also der innere Teil. Ich hoffe, ich habe die Kamera richtig. Man sieht es, glaube ich, ja. Also so sieht es aus, so kennen es viele, nicht alle. Auch das war mehr oder weniger ein Relikt aus alter Fastenzeit. Ich glaube, das, Helmut, wissen die wenigsten, glaube ich. Die Geschichte ist mittlerweile häufig publiziert worden, auch in sehr namhaften Gazetten. In der Stuttgarter Zeitung war das jüngst zu lesen, Stuttgarter Nachrichten. Es wird immer wieder mal hinterfragt und aufgelegt. Ich finde es interessant. Ne? Also das ist schon eine recht heitere Geschichte. Aber auch mit ernstem Hintergrund. Das kann man vielleicht noch hinzufügen. Denn da kam natürlich auch ein ganz anderes Gottesbild zum Ausdruck. Gefastet wurde damals vor allem, um Gott zu gefallen, um ihn gnädig zu stimmen, womöglich. Also das hatte ja auch viel mit Angst zu tun. Ja? In dieser mittelalterlichen Zeit dachte und glaubte man natürlich ganz anders als heute. Und wer heute fastet, der tut es in aller Regel nicht mehr, um Gott gnädig zu stimmen, sondern der hat in aller Regel ganz andere Beweggründe. Also auch eher weltliche Gründe. Ja. Es gibt auch moderne Formen des Fastens, kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Manche kennen das Autofasten, andere wollen auf Laster verzichten, wie das Rauchen oder der Alkohol. Ja. Was ist aus deiner Sicht, was muss man sich vornehmen? Man kann sagen, ich verzichte auf Alkohol, aber wenn ich sowieso das ganze Jahr nicht trinke, dann bringe ich auch im Grunde ja auch kein Opfer. Es muss eine gewisse Herausforderung muss ja auch dabei sein.
Also ich darf dir mal auflisten, welche gängigen, populären Formen des Fastens es heute gibt. Ich verlasse jetzt mal einen Augenblick den Blickkontakt zur Kamera. Spirituelles Fasten, Seelenreinigung. Christliches Fasten, haben wir schon erörtert. Körperliches Fasten zur Zellerneuerung. Gesundheitliches Fasten, Diät. Geistiges Fasten, mehr Achtsamkeit durch bewussten Verzicht auf Reize wie Fernsehen, Handy, Social Media. Rückbesinnungsfasten zur Förderung der Konzentration auf das Wesentliche. Sehr modern ist das Konsumfasten. Das soll auch dazu führen, das ganz Alltägliche des Lebens wieder neu in den Blick zu nehmen. Stressfasten, zur Ruhe kommen, den Alltag entschleunigen. Disziplinarfasten, an sich selbst arbeiten, sich neu ausrichten. Intervallfasten, Suppenfasten, Saftfasten, Heilfasten. Diese Liste könnte man jetzt noch beliebig erweitern. Also man merkt schon, es geht um weitaus mehr als nur um irgendeine Tradition oder wie ich schon zweimal sagte, es geht um weitaus mehr als Gott gnädig zu stimmen. Also eine Liste, wir haben da noch weitere Sachen vorbereitet, die wir Ihnen kurz einblenden, liebe Zuschauer, was es alles gibt, Formen, ja, sich vielleicht zurückzunehmen, zu besinnen. Also man kann Druckfasten zum Beispiel, man kann Bitterkeit fasten. Und was man so liest im Sinne von Papst Franziskus, wie es da heißt, ist immer Verzicht auch verbunden mit einer positiven Entwicklung. Wir haben diese Grafik von kat.ch, das katholische Portal in der Schweiz. Und das wurde da auch auf den sozialen Medien geteilt. Und man sieht auch die Bandbreite, die du eben angesprochen hast, Helmut. Dieser positive Aspekt, also das Fasten hat immer etwas nach vorne gerichtet. Ja. Wie wichtig ist der aus deiner Sicht? Sehr wichtig. Vor allem, weil man hier auch, wie soll ich sagen, das Individuum verlässt und eine ganz neue Sichtweise auch entwickelt hat. Fasten ist ja nicht nur etwas oder Verzicht, was einem persönlich etwas bringen kann, sondern ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, an dem wir spüren und wissen, dass wir auch als Gesellschaft insgesamt, als Kultur, als Menschheitskultur, so wie bisher nicht mehr weitermachen können. Wenn wir bei der jungen Generation im Moment diese Aufbrüche erleben, auch mit Blick auf den Schutz der Schöpfung, der natürlichen Ressourcen, Thema Zukunft generell, dann spüren wir schon sehr viel Besorgnis. Also die jüngeren Menschen machen sich schon Gedanken darüber, wie es mit dieser Erde weitergeht und ob man in einigen Jahrzehnten auf dieser Erde noch gesund und munter leben kann, vor allem auch solidarisch. Also das heißt, wenn wir über Verzicht reden, dann reden wir auch über eine kollektive Aufgabe. Man könnte natürlich auch sagen, viel wenig ergibt ein vieles. Ich glaube, so kann man es und sollte man es auch sehen. Um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. 2021, Corona, eine Pandemie. Ist Fasten trotzdem angebracht, obwohl wir sowieso auf so vieles verzichten, Helmut? Nochmals, ich denke schon. Unter dem Aspekt der Freiwilligkeit gesehen. Alles, was wir jetzt in der Pandemiezeit erlebt haben und noch erleben, auch wenn es jetzt etwas unschön klingt, ist uns ja mehr oder weniger aufgetragen. Man kann auch sagen, aufdiktiert in Extremfällen. Wir müssen einfach Dinge beachten und umsetzen, um aus dem Schlamassel wieder rauszukommen, um es mal jetzt salopp zu formulieren. Das stellt uns vor keine Wahl. Wir müssen, ja. Beim Fasten ist es ja anders. Es ist eine freiwillige Entscheidung. Keiner wird gezwungen, sich 40 Tage zu kasteien oder was auch immer. Man kann ja mit großer Bedächtigkeit überlegen, was einem in dieser Zeit gut tut, auf was man wirklich auch mal verzichten kann und sollte. Und wenn man es so zusammenführt, denke ich, kann man es den Menschen auch weiterhin oder gerade auch dieses Jahr empfehlen.
Nicht mehr, aber auch nicht weniger, aus meiner Sicht. Also ich würde nicht ganz drauf verzichten wollen. Schon das Nachdenken darüber ist ja schon ein großer, wichtiger Schritt. Also wenn man sich mal ein Stück weit zurücknimmt, zur Ruhe kommt, besinnt. Ich sag's mal so, wenn wir so eine fragende Haltung einnehmen in dieser Zeit, wer bin ich, was will ich auf dieser Welt, ja, was sind meine Begabungen, meine Talente, wer ist mir wichtig, wer ist mir wertvoll, wen liebe ich? Ich glaube, das sind Fragen, die kann zuletzt auch Gott beantworten. Das ist also eine Frage des, wie soll ich sagen, zunächst mal eine grundlegende Frage des In-sich-Gehens, eine Aufgabe, besser formuliert, eine Aufgabe des In-sich-Gehens, des zur Ruhe kommen, die innere Mitte wiederfinden. Das geht, denke ich, am besten, indem man sich wirklich Ruhe gönnt, alltägliches Kennen, wieder kennen und schätzen lernt und Überflüssiges, Stressiges abwirft. Es gibt ja immer dieses schöne Beispiel, das habe ich Kindern oft so dargelegt, da arbeitet man gerne mit Bildern. Auch ein Heißluftballon kann ja nur steigen, wenn man die Sandsäcke, wenn man den Ballast abwirft. Und so muss jeder, der voranschreiten will, immer auch etwas zurücklassen oder weglassen. Und ich glaube, ob mit oder ohne Corona, das sind sinnvolle und wichtige Fragestellungen, die sich immer stellen, fast immer. Wie ist es bei dir persönlich? Du bist natürlich gläubig, du bist Diakon, du trägst die frohe Botschaft in die Welt und das spürt man auch. Und du machst das mit großer Authentizität und mit Leidenschaft. Du musst nicht alles sagen, aber worauf verzichtest du in der Fastenzeit? Das ist bei uns ausgesprochen schwierig, da wir ja keinen 7-Stunden-Tag haben, der 8-Stunden-Tag, sondern das ist eine sehr zeitintensive Tätigkeit, die auch das Wochenende beinhaltet, oft die Abendstunden. Also wir können uns, auch wenn jetzt in dieser Zeit die Terminlast ein bisschen nachgelassen hat durch Corona, selten von allem frei machen. Ich konzentriere mich da also auch nicht allzu sehr auf die Fastenzeit. Also eine derart lange Strecke kann ich in der Weise nicht mitgehen. Aber ich lasse im Jahreszyklus immer wieder mal sehr bewusst an einem Tag, Dinge auch mal ruhen. Man braucht immer wieder auch mal einen Tag der Besinnung, ja, des Wiederaufladens. Der Akku muss ja auch mal wieder aufgeladen werden. Die Zahl 40, Fastenzeit, 40 Tage, hat ja auch historische Gründe. Ja, ich meine, man muss es sehen, wie es ist. Mose war 40 Tage auf dem Berg Sinai. Er hat sich da zurückgezogen, hat gefastet und hat dort die 10 Gebote geschrieben, die Bundeslade geschrieben. Jesus hat nach seiner Taufe 40 Tage in der Wüste gefastet, um sich auf seine Bestimmung vorzubereiten, wie es heißt, und so weiter und so fort. Also die Zahl 40 wurde schon aus dem Alten Testament übernommen, ins Neue Testament hineingetragen, in die jesuanische Zeit. Aber ob man das wirklich jetzt heute, jetzt und hier 40 Tage so durchhält, aushält, das ist schon die Frage. Also es muss immer, so denke ich, mit Maß und Ziel und auch mit gesunder Spiritualität zu tun haben. Ein ganz anderes Beispiel, du weißt ja, ich war viele Jahre Fußballtrainer. Vom DFB ausgezeichnet worden. Auch das, jawohl. Ich habe im A- und B-Jugendbereich natürlich auch einige türkische Spieler gehabt, muslimische Jugendliche. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis zu allen Zeiten, aber es gab da auch zuweilen Jungs, die im Ramadan wohl auch in der sozialen Kontrolle ihrer Familien, ihrer Umgebung extrem gefastet haben, zugleich aber auch im Sport, im Fußball volle Leistung bringen wollten. Und wir haben es da schon erlebt, dass also solche junge Männer, 16, 17, 18-jährige junge Männer der Pubertät noch, ja, uns regelrecht umgekippt sind.
Ja, die haben also wirklich nicht bedacht, dass ihr Körper geschwächt ist und haben dann auch noch unter extremen äußeren Witterungsbedingungen gedacht, sie könnten dennoch trotz des Fastens alle Register ziehen und das ging dann halt mal schief. Also da wurde mir schon auch in dem Bereich aufgezeigt, dass das Ganze auch Maß und Ziel haben muss, um gesund zu sein. Ja, es geht ja um eine Gesundung von Körper, Geist und Seele, um ein ganzheitliches, Hildegard von Bingen hat da ihre eigenen Gedanken dazu entwickelt. Also Fasten ist kein Selbstzweck. Man fastet, um dem eigenen Körper vielleicht was Gutes zu tun, um der Seele was Gutes zu tun und nicht einfach nur, um gefastet zu haben. Habe ich das so richtig wahrgenommen? Das ist, denke ich, heute die allgemein gängige Auffassung des Fastens. Und ich möchte sagen, auch durchaus eine sinnvolle, ich wiederhole mich, ganz wichtig aus meiner Sicht, es geht um den Einklang von Körper, Geist und Seele. Und es geht vor allem auch darum, zu erkennen, dass der Mensch zum Glücklichsein so viel eigentlich gar nicht braucht. Ich kann mich erinnern, vor meiner allerersten Bergtour, ich habe mit meinen Fußballern immer wieder Bergtouren gemacht in den Alpen, im Hochgebirge, tue das heute noch, wenn es möglich ist, einmal im Jahr. Und vor unserer allerersten Tour mussten wir uns natürlich überlegen, wie packt man das an, wie geht man das an. Das war ja Neuland für uns, das soll ja auch gut gehen. Was nimmt man da mit? Was braucht der Mensch auf 2.000, 3.000 Metern, wenn er von Hütte zu Hütte wandert, um zu überleben, um da oben gut auszukommen? Und das war eigentlich gar nicht viel. Ich habe dir den Rucksack mitgebracht, den ich damals schon beim ersten Mal dabei hatte. Ja, sehr gut. Und jetzt zeige ich dir mal, was wir bei unserer allerersten Tour dabei hatten an sogenannten Lebensnotwendigen. Sehr gut. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, Helmut, aber trotzdem, zeig mal, was ihr dabei hattet. Wasser, Heftpflaster, Magnesiumtabletten und eine Dauerwurst. Dazu noch die EC-Karte, weil man auch in den Bergen mit EC-Karte zahlt auf den Hütten. Das war's. Mehr hat der Mensch da oben zum Leben und Überleben nicht gebraucht. Es war aber etwas wärmer als aktuell. Etwas wärmer. Ja. Sozusagen die angemessene Kleidung setzt sich voraus. Ne? Aber wie gesagt, 4, 5 Dinge, mehr war nicht. Alles andere gab es ja dann auch noch in der Hütte. Ja, weniger ist manchmal mehr. Und wenn man es auch sieht vor sich, wie wenig es ist, und nicht nur drüber spricht, sondern es auch wahrhaftig sieht, das verstärkt die Botschaft aus meiner Sicht. Durchaus sehr. Lieber Helmut, vielen Dank für die vielen Gedanken. Wir könnten noch eine Weile weitersprechen, aber wir haben noch interessantes Programm vorbereitet, liebe Zuschauer. Danke, dass du unser Gast warst. Gerne danke wieder auch zu vielfältigen Themen, Worms, die Region, aber auch alles, was die Kirche betrifft. Helmut Weik, unser Mann. Und Sie, liebe Zuschauer, bleiben am besten dran. Gleich geht's weiter mit Leander Xynogalas und der großen Frage, wenn die Friseure endlich wieder öffnen, was wird dann aus der Frisur? Okay.